Leute, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Freeze the Matter. Letztes Mal haben wir uns die Necros angeschaut, heute mit einem weiteren, ja, ich würde fast sagen Tier 1 Deck. Und zwar schauen wir uns heute die auch sehr häufig gespielten Shadows an. Ja, Shadows, wir kennen sie, dieses tolle Fusionsdeck. Erinnert mich persönlich so ein bisschen an Heroes, weil wir haben eigentlich von jedem Attribut ein Monster. Das war so die Strategie von den Heroes, damals mit Super Polymerization. Ja, sicher schon jeder mal gegen gespielt. Wenn ihr auf Turnieren öfters mal seid, kennt ihr die Kärtchen. Ja, lästiges Deck. Wir schauen uns an, wie wir es besiegen können. Zuerst dann natürlich wieder mal, was macht das Deck überhaupt stark? Wieso ist es eines der stärksten Decks aktuell? Die Stärken der Shadows. Ganz klar, sie generieren unglaublich einfach Kartenvorteile. Also sie fusionieren, schmeißen dadurch Monster auf den Friedhof. Das wäre für jeden anderen, zumindest aus der Hand, Minus. Die Shadows kriegen dann aber Effekte, kommen teilweise zurück aufs Feld, lassen euch Karten ziehen, Karten zerstören. Kartennachteil kennen die Kärtchen hier gar nicht. Dann haben wir eine sehr, sehr leichte Beschwörung von starken Monstern. Und beispielsweise Construct, eine Superkarte. Wenn ihr den dann Exit, Synchro oder Fusionsmonster draußen hat, gibt es die quasi gratis. Mit Shadow Fusion. Ja, was will man mehr? Durch das haben wir auch eine unglaublich effektive und sehr konstante Toolbox in dem Deck integriert. Wir haben eigentlich für jede Situation das passende Monster. Also wir können Zauberkarten zerstören, wir können Karten nachziehen, wir können gezielt Karten suchen, wir können über Karten rüberrennen, neuerdings können wir sogar Spezialbeschwörungen verhindern. Ja, was will man mehr? Frage ist nun, wie kriegen wir das Deck zerstört? Ich sage euch jetzt dann gleich ein paar Karten, die das fast im Alleingang schaffen und die ihr problemlos im Side-Deck spielen könnt. Zumindest in den meisten Decks. Ja, fangen wir mit der ersten Karte an. Eine Karte, die eigentlich jeder kennt, und das ist Skill Drain oder auch Kräfteraub im Deutschen. Ja, was macht Skill Drain? Ihr zahlt 1000 Life Points. Effekte aller offenen Monster werden negiert. Wieso bringt uns das was gegen Shadows? Die aktivieren sich für den Friedhof. Stimmt teilweise. Construct aktiviert sich, ist ein Effekt, der auf dem Feld kommt. Die ganzen Flip-Effekte kommen auf dem Feld zustande. Eigentlich die ganzen Fusionsmonster funktionieren zum großen Teil auf dem Feld. Also ihr habt schon relativ viel gewonnen, wenn ihr Skill Drain draußen habt. Einfach aufpassen, dass ihr euch damit nicht selbst schadet. Das ist natürlich klar. Nächste Karte, die fast noch besser ist als Skill Drain, eigentlich sogar noch ein bisschen besser. Sie deckt aber das Feld nicht ab, deshalb vielleicht eine Kombination aus beiden, das ist sicher eine gute Idee. Und zwar spreche ich jetzt von Seelenentzug. Ähnlich wie Skill Drain, auch hier 1000 Life Points zahlen und jede Karte, die eine Kette beginnt und zwar von Monstern, die verbannt oder im Friedhof sind, jetzt muss ich ganz kurz nachlesen, ob ich hier nicht keinen Quatsch erzähle, werden negiert. Also keine Dragons mehr in Grave, kein Suchen, also keine Fusionskarte zurücknehmen mit Construct oder den anderen Fusionen, kein Kartenziehen mit Beast, kein Falco, der zurückkommt. Das alles habt ihr nicht mehr mit Soul Drain. Toll. Spielen, unbedingt. Side-Deck. Wenn ihr nicht auf den Friedhof angewiesen seid, spielt die Karte. Friedhof ist ein gutes Stichwort. Die Shadows brauchen ganz klar ihren Friedhof. Wenn sie den nicht haben, haben sie schon mal eine Ressource weniger. Wenn wir ihnen den nehmen, beispielsweise mit Marco Kosmos, dann stehen sie relativ alt da, weil sie können keinen Dragon-Effekt mehr nutzen, keinen Beast-Effekt mehr nutzen. Die Fusionskarten können nicht recycelt werden. Also ihr macht unglaublich viel Vorteil, wenn ihr einfach nur den gegnerischen Friedhof ausschaltet. Und Marco Kosmos ist das wahrscheinlich älteste und beste Beispiel dafür. Momentan leider limitiert. Trotzdem eine gute Karte. Wenn ihr den Friedhof selbst nicht braucht, das ist natürlich die Voraussetzung. Spielt ihr einmal, nehmt sie ins Side-Deck rein. Es gibt keine Kosten, sie entfernt alles. Top-Karte. Die nächste Karte ist ein Monster. Und das finde ich persönlich sogar sehr gut, weil es mehrfach verwendet werden kann. Es ist zwar auch limitiert, aber ihr könnt den Effekt eigentlich fast so oft verwenden, wie ihr wollt. Und zwar geht es um Neo-Weltraum Grand Mole. Ja, das ist eine Karte aus Structure Deck Hero Strike beispielsweise. Da gibt es sie ganz günstig als Common. Sonst aus, ich glaube, es war Tactical Evolution oder Force of the Breakers. Bin mir gar nicht ganz sicher.
Auf jeden Fall, am Beginn des Damage Steps gebt ihr das Monster, gegen das Grandmole kämpft, auf die Hand zurück. So, was bringt das? Ja, es bringt relativ viel. Denn die ganzen Effekte der Fusionsmonster kommen dann schon mal nicht zum Tragen. Also wenn die auf den Friedhof gelegt werden, dürfte sich der Shadow-Player ja eine Shadow-Karte auf die Hand zurücknehmen. Meistens Shadow Fusion oder Shadow Core oder was man da so spielt. Und genau das verhindert eben Grandmole. Die entsorgt quasi gratis das gegnerische Monster und gesucht wird auch nicht. Und ihr kriegt Grandmole zurück auf die Hand. Also könnt ihr das jeden Zug wieder machen, wenn euch die Monster auf den Geist gehen. Und mal ganz ehrlich, was will der Gegner machen? BTH? Nee, zu schwach. Mirror Force? Okay. Meinetwegen soll er die Mirror Force auf Grandmole verschwenden. Dann könnt ihr mit den anderen Monster durchrennen. Was gibt's noch? Skill Drain. Klar, wird er aber nicht spielen, weil er braucht seine Effekte ja selbst auch. Breakthrough Skill, das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Karte, aber klar, er muss sie im Prinzip zweimal verwenden. Denn einmal in eurem Zug, damit ihr nicht angreift mit Grandmole. Dann im gegnerischen Zug, damit er angreifen kann und Grandmole stirbt. Denn der Effekt kommt, egal ob er angreift oder angegriffen wird. Und ja, dann hat er die ganze Breakthrough-Skill für den Grandmole versaut. Also, da könnt ihr nachher mit stärkeren Effekten nachziehen. Also, Grandmole ist wirklich nicht zu verachten. Versucht die Karte, testet sie aus, sie kommt wirklich sehr, sehr gut. Die nächste Karte ist eine Zauberkarte, und zwar auch hier versuchen wir, die Fusionsmonster daran zu hindern, den Friedhof zu erreichen und so den Recycling-Status ein bisschen zu brechen. Und zwar ist es die Schnellzauberkarte Diffusion, von der ich spreche. Ihr wählt ein offenes Fusionsmonster, legt es zurück ins Extra-Deck und falls dann alle Fusionsmaterialmonster noch im Friedhof sind, ja, dann könnt ihr die noch specialen auf die gegnerische Seite. Schön und gut. Beachten gilt hier noch, wenn die Monster, währenddem sie im Friedhof lagen, aus dem Friedhof gespecialt wurden und dahin zurückgingen, dann vergessen die quasi, dass sie das Fusionsmaterialmonster für beispielsweise Construct waren. Also wenn sie einmal den Friedhof verlassen haben, kommen sie nicht wieder. Nicht mit Defusion zumindest. Das ist eine Schnellzauberkarte, ihr könnt sie in der Battleface benutzen und euren Gegner so ziemlich in die Bredouille schicken. Also auch die Karte ist sehr, sehr gut gegen Shadow. Die nächste Karte ist eine Falle, die etwas kompliziert zu spielen ist. Und zwar geht es um die Kosten, die sie hat. Ich habe hier mal verfluchtes Siegel des verbotenen Zaubers. Ist eine super tolle Kontofalle. Und zwar müsst ihr eine Zauberkarte abwerfen, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird. Die Annullierung wird annulliert, die Karte zerstört und der Gegner kann für den Rest des Duells keine Zauberkarten mit dem gleichen Namen aktivieren. Macht das auf Shadow Fusion und er kann die Karten gerne wieder vom Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Er kann sie nicht benutzen. Keine Karte mit dem gleichen Namen. Ja, was macht er dann noch? Einmal Siegel auf Shadow Fusion, dann noch auf die, ich glaube, sie heißt L Shadow Fusion, die Schnellzauberkarte. Ja, das Deck ist prinzipiell lahmgelegt. Also wenn ihr viele Zauberkarten bei euch drin habt, ich denke da so an Heroes zum Beispiel oder Necros, auch eine gute Variante, versucht die Karte, versucht sie und spielt sie. Sie kann euch wirklich sehr, sehr weiterhelfen. Aber das war nicht alles. Die nächste Karte, ich habe übrigens keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht, ich blende es euch mal kurz ein. Chtonian Polymer. Ja, solange die Karte auf dem Spielfeld liegt, müssen... Das ist der falsche Text. Und zwar könnt ihr die Karte aktivieren, wenn der Gegner ein Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung beschwört. Ihr könnt ein Monster auf eurer Spielfeldzeit als Tribut anbieten und die Kontrolle über das Fusionsmonster übernehmen. Ist eine gute Karte, ist nicht ganz so gut wie Defusion, finde ich, weil ihr eben erstmal ein Monster haben müsst und das Monster muss dann auch auf dem Feld sein. Ja, ist gut, um gegnerische Constructs zu übernehmen, aber es hindert sie eben nicht daran, auf den Friedhof zu gehen. Das ist wieder ein kleiner Nachteil. Trotzdem eine interessante Karte, die gibt es zuhauf als Common in Elemental Energy. Ich glaube, Dark Beginning 21 auch noch drin. Also die Karte kostet 20 Cent, wenn überhaupt. Versucht's aus. Nehmt die in so einer Side-Deck, es kann euch wirklich weiterhelfen, wenn ihr jetzt beispielsweise keinen Zugriff auf die anderen Side-Deck-Karten habt, die ich euch gerade gezeigt habe, dann ist das hier sicher eine Variante, die, ich sag jetzt mal, jeder spielen kann. Denn Monster-Opfern, das kann man eigentlich immer. Die nächste Karte, die kennt wahrscheinlich jeder, ist der schatteneinsperrende Spiegel. Und zwar
negiert sie einfach den Effekt eines Finsternismonsters, der im Friedhof oder auf dem Spielfeld aktiviert wird. Simple as that. Ja, kein Beast mehr, kein Dragon mehr, kein Falco, der zurückkommt. Achtung! Construct ist ein Lichtmonster. Winda ist ein Darkmonster, da geht's wieder, aber der nicht zerstörbare Effekt, der bleibt selbstverständlich, weil der ist permanent und aktiviert sich demnach nicht. Die neue geht wieder durch, also es funktioniert halt wirklich nur auf die kleinen Monsterchen und auf Winda. Auf alle anderen nützt sie nichts. Shadow ist mittlerweile kein reines Finsternis-Deck mehr. Also ja, die Karte ist mit Vorsicht zu genießen, sie ist sicherlich gut, um ein bisschen dagegen zu halten, aber auch hier würde ich sagen, Makrokosmos, Skill Rain und Soul Rain sind noch besser als die hier. Die nächste Karte ist ein Monster, ein relativ starkes sogar, der Drache von Kouaki Mairu. Ja, der deckt gleich zwei Attribute ab, und zwar kann kein Spieler Monster vom Attribut Licht oder Finsternis als Spezialbeschwörung beschwören. Das heißt, kein Construct mehr, kein Winda mehr. Die Kleinen können sich nicht specialen, also beispielsweise Falco. Ja, das schränkt den Gegner schon ziemlich ein. Mit 1900 Punkten kann sie auch noch über einiges rüberrennen. Einziger kleiner Nachteil, ihr müsst ein paar Drachen spielen, damit sie funktioniert. Ihr müsst jeder Endphase einen Drachen vorzeigen oder die Karte wird zerstört. Ja, oder ihr spielt Eisenkern von Kouaki Mairu, was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen kann. Ja, super Karte. Ausprobieren. Guter Beatstick in einem Drachendeck. Ja, top. Die nächste Karte ist etwas neuer. Und zwar ist es Boden einer anderen Dimension. Funktioniert ähnlich wie Makrokosmos, denn jedes Monster, das auf den Friedhof gelegt wird, während diesem Zug, geht stattdessen aus dem Spiel. Das könnt ihr rankitten an Shadow Fusion beispielsweise. Also auch hier, tolle Karte. Wirkt nur für einen Zug, ist aber nicht zu verachten. Im richtigen Moment eingesetzt, kann euch das einen Sieg geben. Selbstverständlich habe ich noch mehr für euch. Die nächste Karte hilft euch auch wieder, gegnerische Monster zu klauen. Und zwar ist die Rede von der Puppenpflanze. Ja, die ganzen Shadows sind Hexer. Würde man ihnen nicht geben, aber sie sind Hexer. Und die könnt ihr mit Puppenpflanze in eurem Zug übernehmen. Ja. Kann ganz nützlich sein, mal so ein ähnliches Monster zu klauen und es dann vielleicht zu tributieren, sonst was damit anzustellen. Ihr habt eigentlich freie Wahl und kostet nichts. Die Puppenpflanze abschmeißen und schon war's das. Letztes Monster, das ich euch zeigen möchte, ist das Ende von Anubis. Zum Ende des Videos. Ja, das Ende von Anubis, ein starkes 6-Stern-Monster mit 2500 Angriffspunkten. Und zwar, solange die Karte auf dem Feld liegt, werden alle Effekte von Zauberfallen und Monsterkarten, die Karten im Friedhof als Ziel wählen oder im Friedhof aktiviert werden, annulliert. Erinnert so ein bisschen an Tal der Toten. Ja, was heißt das für uns? Die ganzen kleinen Effekte kommen nicht mehr, also Beast, Dragon, Falco, Hedgehog, alles tot. Construct kommt nicht mehr, wenn sie zerstört wird. Es werden keine Zauberkarten mir zurück auf die Hand gesucht. Phallus kommt nicht mehr, was ja auch einige in Verbindung mit Mathematician spielen. Ja, also die Karte, die legt relativ vieles lahm. Spielt sie im Side-Deck beispielsweise mit Sturmkraft der Monarchen, opfert ein gegnerisches Monster und stellt das Kerlchen hier hin. Mit 2,5 ist es ein riesen Beatstick. Ja, da muss zuerst mal was kommen, bis da was drüber kommt. Klar, Construct schafft das. Ja, aber viel mehr haben sie, glaube ich, nicht drin, was darüber kommt. Einfach so. Ja. Das wäre es eigentlich schon gewesen von den Anti-Shadow-Karten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, gebt uns einen Daumen hoch und kommentiert, was das Zeug hält. Ja, wer noch andere Sachen hat, die man gegen Shadow spielen kann, oder der vielleicht selbst Shadow spielt und weiß, die Karte, die hat mir schon mal richtig das Leben schwer gemacht, runter in die Kommentare damit. Wir freuen uns darauf. Ich freue mich auch auf das nächste Video. Das wird im Verlauf dieser Woche kommen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, Leute.